Der macht mich fucking nervös. Der macht mich richtig nervös. Ich kenne ihn nicht. Leute, die ich nicht kenne, machen mich nervös. Ist auch im echten Leben so. Wenn man mich kennenlernt, dann bin ich ein ganz netter Kerl. Aber wenn ich dich nicht kenne... Alright, alright, alright. Willkommen zurück zu FNAC Five Nights at Kenny's. Vierte Nacht. Vierte Nacht. Wir haben noch drei Nächte vor uns. Leider ist das Spiel bisher sehr, sehr, sehr leicht. Es ist nicht wirklich schwer. Beziehungsweise, ich hatte bisher nur ein Problem mit dem Typen mit der Maske da. Yo, new message. Hello? Hello, hello. Hello? Hi. Just checking in, making sure you're A-okay. So remember that previous security guard I told you about? No. Yeah, so we got a call from the police today. Apparently he has gone missing. Is it us? I guess he actually was a bit crazy. Oh no. I remember, like, the day before his last night of the week, he asked me with him on his shift that night. Warum warst du nicht da? He told me there was something he had to show me. Yeah. I know, it sounds crazy, right? Yeah. although I declined, he still showed up for his shift, so... then of course, the next morning we found out that blank character had been severely damaged, you know. And then we checked the surveillance equipment, we found out that he had brought a wrench and completely smashed blank. He had also left the building in the middle of his shift after that. Ja, warum möchte ich das he must nicht? Have, you know, he was nowhere to be found the next morning. He couldn't contact das ist bestimmt der Ex-Mitarbeiter, wetten so, gleich. The manager just fired him and sent him a pink slip, you know. Anyway, I'll leave you to your work. Yeah, stay tight and we'll talk again tomorrow. Have a okay, good night. Ciao, okay. Die Laberei ist kürzer geworden, sehr gut. Oh, der ist da, der ist weg. So, easy. Bisher ist okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss die Kameras gar nicht checken. Das ist das große Problem von diesem Spiel. Super gut gemacht, aber leider viel zu leicht. Ich muss eigentlich nur Kamera 11 checken. Ich habe gerade gedacht, da wäre einer. Ich muss nur Kamera 11 checken, dann ist alles gut. Der Einzige, der nicht zu sehen ist, ist der Kerl hier. Auch alles okay, aber der macht Geräusche. Der Pinguin macht Geräusche, die machen alle Geräusche. Und alles... Alles easy peasy, peasy, miesy. Alright. Ein bisschen aggressiver. Ein bisschen vermehrt jetzt zusammen. So, Blue Foxy steht da draußen. Easy peasy. Da war der Pinguin. Pingu. Okay. Der steht immer noch. Ich hoffe, es wird schwieriger. Ohne Scheiß. Ich hoffe, es wird schwieriger. Das fand ich am Five Nights 4 und Teil 2 so geil. Einfach diese Challenge, dieses. Richtig schwierig. Guck mal, den habe ich schneller gesehen, als er mir hübsche Augen machen konnte. Vielleicht zwei auf einmal. Double Pack, Wichsers. Weg, danke. Ist auch weg. Dazu, Kamera. Oh. Das war knapp. Das war fucking knapp. Muss ich aufpassen. Okay, so viel zu easy peasy. Hätte ich echt fast vergeigt. Ich habe noch das Fenster rechtzeitig zugemacht, aber die Kameras habe ich schon nicht mehr miterlebt. Hey, Blue Foxy steht nebenan. Wir haben 4 AM. Bisher läuft's ganz gut. Nichts Interessantes passiert, bis auf ein paar Besuche hier links und rechts. Oh je. Der Kerl ist inaktiv geworden anscheinend. Finde ich gut. Warte mal, Stress, aber Blue Foxy sollte jetzt gleich ankommen. Den sieht man nicht, den hört man nur. Deswegen muss man gut auf sein Gehör achten, Kinas. Okay, da ist er. Ich wusste es. Der kommt. Der ist da. Und rechts ist auch einer. Okay, der ist wieder aktiv geworden. Okay, wir kommen in die spannende Phase. 4 AM, kurz vor 5 wahrscheinlich. Ich habe jetzt mal einen großen Teil in der Mitte rausgeschnitten, einfach weil da nichts passiert ist. Das gute Zeug ist ich hier immer hinten. Da, wo der Nervenkitzel anfängt, oder? Jetzt 5 AM, da kommt das Herz ins Rasen. So, gut. Safe. Safe. Alright. Oh, das war gefährlich. Camp 5 darf man nie die Nachtsicht anmachen. Nie. Never. Aber wenn jetzt nichts großartig passiert, es wird jetzt auch schon gleich umschalten, wette ich mit euch. Nacht 4 ist es einfach. Ich bin gespannt auf Nacht 6 oder auf die 20-Night. 20-Night wird super. 20-Night wird spannend. Komm, ich kann auch die Türen zumachen. Babs, fertig. Kommt eh nichts mehr. Hab genug Strom. Alright.
Alright, alright. Wir kriegen ein bisschen Story. Mal schauen, was es wird. Mal schauen, was es wird. Es wird eine kleine Geburt. Bin gespannt. Die Story ist ehrlich gesagt richtig spannend. Okay, wir sehen Kenji und Cindy. 25.09. um 1.22 Uhr. Ist das die Aufnahme vor den letzten zwei? Da war überall Blut. Puppet. Ist das sauer, dass die zwei die Konkurrenz zu Freddy sind? Was ist das? Ist weg. Hey, warum bist du weg? Hey, jetzt gucken die mich an. Oh nein, der hat die zum Leben erwacht. Er hat auf die gezeigt. Er hat auf die mit der Hand gezeigt und dadurch sind die zum Leben erwacht. Glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Alright. Wisst ihr was, Leute? Ich mache noch die Nacht 5 direkt hinterher. Es war jetzt nicht sonderlich schwierig. Es war auch nicht sonderlich interessant. Es ist nichts Neues dazugekommen. Ich hoffe, Nacht 5 wird schwieriger. Wir kriegen natürlich auch den obligatorischen Telefonanruf. New messages. Wir haben zwei Nachrichten. Hey, how's it going? Hi. Oh, sorry. I have a latte here. Anyway, I have one last thing to tell you. Ist das so? Alright. Okay. You've probably noticed that there is an extra door in the second party room, which is camera 9, I think. It's not on the map. That's because it's really nothing special. It's like a storage room. We don't go in there much. Like, I haven't even been in there myself, you know. I just wanted to inform you that you don't need to worry about it. And that it's not a mistake, that it's not on the map or anything like that. Anyway, you've done a great job so far. I'll talk to you next week. Good night. Irgendeine Tür, über die ich mir keine Sorgen machen muss. Alright, cooler Song. Kommst du nicht in den Recall? War nicht genug Pep drin. Okay, der hat irgendeine Tür angesprochen, die bei Kamera 9 ist, um die wir uns natürlich keine Sorgen machen müssen, weil alles okay ist. Ist alles okay, Leute. Aber er hat die angesprochen. Weil alles okay ist, hat er die angesprochen. Weil wir uns keine Sorgen machen müssen, hat er die angesprochen. Wir werden die sowas von angucken. Okay, Blue Foxy ist schon wieder. Blue Foxy ist diesmal schneller. Wir haben 1 EM. Erst. Die Zeit geht auf jeden Fall deutlich langsamer als bei Five Nights at Freddy's. Habe ich gefühlt. Okay. Was? Okay. Nee. Alles gut. So, der ist. Oh, der ist schon bei 7. Der ist schon bei 7. Und der ist vor der Tür. So. Weg, 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 weg. Okay. Alright. Oh, aggressiv sind die heute. Wir haben es 3M und es ist ruhig. Es ist ruhig. Es ist sehr ruhig. Es gefällt mir nicht. Ja, weg. Auf. Und weg mit dir, weg mit dir. Rein. Der war noch nicht mal einmal aktiv. Das macht mich nervös. Foxy steht vor der Tür. Gut. Warum? Was ist hier los? Ist er schon wieder weg? Ich höre die manchmal nicht. Okay. Na, okay, gleich. Nacht 3, Nacht 3, Nacht 5, 3M, alles okay. Alles okay. Keine Angst. Bin bei euch. Bin bei euch, Leute. Was können wir schaffen? Okay, der ist endlich mal aktiv geworden um 3 EM. Sehr, sehr, sehr spät. Jetzt aber. Komm's. Bep, 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 4M. Jetzt geht die Party los. Jetzt geht die Party los. Everybody want the party, I want the party, you want the party, ich bin in Candies. Es ist ein sad job ever, aber es ist machbar. Besser als bei Frisbeers. Frisbeers ist ein harter Job. Es ist ein Knochenjob. Ständig muss man alles checken, alles ist kaputt. Und jetzt fängt die Musik an. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Natürlich schön gemacht, keine Frage. Aber ich mag die nicht. Was war das? Das ist ein fucking Bär. Ist ein fucking Golden Freddy. Okay, nicht Gott. Nicht Gott. Ist gerade aus dem Kacken rausgekommen. Ich wäre auch angepisst, wenn ich beim Kacken gestört wäre. Eine neue Unbekannte. Eine neue Unbekannte, die ich nicht kenne. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht Gott. Okay, der ist kurz davor reinzuhauen.
Der ist kurz davor. Der ist da. Come on. Gut. Danke. Der macht mich fucking nervös. Der macht mich richtig nervös. Ich kenne den nicht. Leute, die ich nicht kenne, machen mich nervös. Ist auch im echten Leben so. Aber wenn man mich kennenlernt, dann bin ich ein ganz netter Kerl. Wenn man mich kennenlernt, dann bin ich ein ganz netter Kerl. Aber wenn ich dich nicht kenne, dann bin ich alles andere als nett. Mach ich die Türen zu? Ich, ohne Scheiß. Wenn du vor mir vor meiner Tür stehst und ich kenne dich nicht, dann mache ich die Tür zu. Bis der Strom weg ist. Zack, zack. Hühnerkack. Zack, zack, zack. Hühnerkack. Zack, zack, zack. Hühnerkack. Kann die Türen zumachen. Licht. Licht. So. Oh, ich mache das viel zu spät. Ich hätte eigentlich schon 5 Minuten vorher dicht machen können. Kaffee trinken. Dann hätten wir es abgeschlossen. Okay, Nacht 6 wird der Pferde aus der Tür rauskommen. Was auch immer er macht. Ist das so laut? Was auch immer er macht. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was er macht. Aber wir kriegen natürlich erstmal ein bisschen Story. In der letzten Aufnahme haben wir Kenny gesehen. Okay. Da ist schon wieder Puppet. Wie er sich bewegt. Okay. Alright. A Monster. A Mistake. MX Mistake. Miss. Oh, problem. A Problem steht da. Ein Problem. Das ist 64. Das ist 1964. 20. 23 Jahre vor dem eigentlichen Spiel. Okay. Selbst Puppet. Gehört zwar nicht zu der. Mary. Mary Schmidt? Wir sind weiblich. Wir sind weiblich. Wir sind Mary. Also es gibt einen Dude, der heißt Marie. Moritz. Moritz. Ist schon Franzose oder so. You're one of us now, steht da. Unten links. Das ist super. 100 Euro und 50 Cent. Super Bezahlung. Super Job. Für 5 Tage Arbeit sind das ungefähr 25 Euro am Tag. Miesester Job, ey. 11.20.1987. Also ungefähr zeitgleich mit Five Nights at Freddy's, aber hat natürlich keine Verbindung. Ist nur ein Fangame. Aber es fügt sich sehr gut ein, finde ich. Ich finde, sie fügt sich sehr gut ein. Mein erster Stern. Das war die Hauptstory. Wir kriegen noch die 6. nach und natürlich noch die 20 Snack des vor uns. Das war's mit dieser Folge. Ich habe ein bisschen mehr rausgeschnitten, weil ich jetzt diese 2 Nächte kombinieren wollte. Aber die nächsten Nächte sind definitiv umgeschnitten. Klickt hier oben rechts mal auf das i. Dort findet ihr weitere Five Nights at Freddy's Games, die ich gezockt habe. Unter anderem Fuckboys, Bonnie Simulator und alles Mögliche. Natürlich abonniert mich für mehr Five Nights at Freddy's Games. Gebt das Video einen Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar. Und ich sehe euch nächste Woche. Nee, in der nächsten Folge. Geht mir bloß Flop.